Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du die Formatierung in deiner Tabelle entfernen kannst. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch weitere Videos über Google Sheets oder Google Docs oder Word Online. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Für das Tutorial habe ich hier schon mal eine Tabelle vorbereitet mit vielen Zufallszahlen und das ist jetzt natürlich ganz individuell, was du jeweils mit deiner Tabelle machst, aber natürlich kannst du die Schriftfarbe einstellen, du kannst den Text zentrieren, also du kannst hier ganz viel am Format ändern. Zum Beispiel möchte ich jetzt, dass die Schrift rot ist, ich möchte, dass das Ganze kursiv ist, als Hintergrund nehme ich dann noch ein leichtes Blau und dann mache ich vielleicht noch überall Rahmenlinien hin. Und also da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vielleicht möchte ich auch noch den gesamten Text durchstreichen. Und ihr könnt ja noch ganz viel mehr machen hier in Google Sheets. Und was weiß ich, noch die Schriftart zum Beispiel ändern. Das kann man auch noch machen, dass man dann nicht das Standard nimmt, sondern zum Beispiel hier Press Start P2. Und dann sieht das Ganze hier einfach so formatiert aus. Also wir haben unsere Schriftart, die durchgestrichen ist, rot, mit einem blauen Hintergrund und kursiv. Und es kann ja jetzt sein, dass du Zellen bearbeitest oder eine ganze Tabelle mit Format bearbeitest und am Ende gefällt dir das Ganze überhaupt nicht. Und jetzt möchtest du natürlich nicht jedes einzelne wieder auf die Standardeinstellung zurückstellen, sondern du kannst auch mit einem Klick alle Formatierungen, die du gemacht hast, entfernen. Natürlich würde das auch mit Steuerung Z jetzt in dem Fall funktionieren, aber wenn das einfach nicht mehr geht, weil du die Tabelle schon mal zwischengespeichert hast oder eben das Ganze nicht mehr weitergeht mit STRG Z oder du auch keine Lust auf den Versionsverlauf hast, dann markierst du einfach quasi alle Zellen, die du im Format bearbeiten möchtest, beziehungsweise die du eben nicht mehr formatiert haben möchtest, gehst dann auf den Menüpunkt Format und auf den Punkt Formatierung entfernen oder drückst eben STRG Backslash und wenn du das dann klickst, werden quasi alle Formatierungen wieder entfernt. Und du bist dort, wo du wieder am Anfang warst und es ist nichts formatiert, Standardschriftart, Standardschriftfarbe, die Zellen sind bei Zahlen rechtsorientiert, also rechtszentriert und es ist alles wieder wie vorher und du hast alle verschiedenen Formatierungen entfernt und du konntest es ganz schnell machen und so kannst du ganz einfach das Format entfernen von deinen Zellen oder auch von einem bestimmten Bereich in deinen Google-Tabellen. Und das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. Just going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back, girl, let me see you. Hold it down, we gon' have a blast.